Weiß ich auch, wie das manche schaffen, mich auf Kilometer Entfernung zu erschießen. Ey. Wenn man mal richtig sieht, dass da auch Feind ist. Tankstelle ist weg, da ist ein Feind, einer Junge nascht. Einer ist noch dort. Aber ich kann da eins bauen, das ist schon mal gut. Ach scheiße, ich wollte ja mit Dingens wiederkommen. Drinnen ist auch noch einer, der ist angekettet. Ja. Der ist links, wenn man reingeht. Ah, Biernudel, komm zu mir, ich bin bei A, ich zieh. Ja, warte. Oh, zwei gegen uns. Ja, fuck. Der kommt vor. Das ist super. Ey, wie ich vorbeischieße, ey, das ist. Die hängen fest. Okay, ich komme zu viel. Halt die Stellung. Ah, auf so einem alten Auto, okay. Ja, es war mir passiert, dass wir da hängen. Dankeschön. LRV voraus. Was eigene LRV? Ah, scheiße, ich schieße da diese herrliche Rakete drauf. Ja, dann Schinken haben sie gefunden. Okay. Gehen wir auf Anus. Highway-Seite? Ja, auf der anderen Seite ist der Little Bird. Little Base. Trapo hat Saturn. Stürzt ab. Unten auf der ersten Ebene, YD. Ja, ich bin ganz oben. Ah, oben zwei. Drei. Wollte mir von hinten, ne? Das hat aber nicht ganz geklappt. Ah, der ist Pre-Fire an dich hochgekommen. Dumme Sau, hat mich. Einsatz hier, Charlie ist neutralisiert worden. The Banana Republic? Hm. Siehst du nicht, das ist ein englischer Server. Da fällt mir ein, von dem englischen Server bin ich auch gebannt worden. Was hast du geschrieben? Stirb Muslime. Also dein Muslim. Oh, so gut. Wie ich Enter gedrückt habe, war ich schon runter. Hm. Gibt wahrscheinlich so ein paar Schlüsselwörter, die man nicht benutzen darf. Ja, aber hey, hallo. Der Gegner macht die ganze Zeit Kamikaze-Aktionen mit Flugzeug und allem und schreibt immer Allah Akbar. Ja. Und du schreibst immer Stirb Muslime. Vom wahrscheinlich, weil er das falsch geschrieben hat. Ich bin Warteschlange. Ja, ja, ich bin zuerst, ne?
mit 13 HP braucht man eigentlich nicht in den Infight gehen. Kann gut gehen, aber in den meisten Fällen nicht. Enis fällt, ich geh mal bei Enis rein. Oben auf der Brücke ist er. Er ist schon weg. Und dann gehen wir mal nach Richtung Kunilingus. Diese verdammten Sniper, die hier rumhängen. Support Mobility. Ja, ich bin leider bei Cäsar. Ja, da ist nur das Alpha kommen jetzt. Alter! Ach, hau doch ab, du Fotze hier! Wo denn da? Bei C mittig. Wo genau? Der Delta ist eine LED. Ich habe mich angehittet. Ja! War noch, glaube ich, mit unserem M-Check weg. Ja, tun sie. Das LV ist down. Kapu! Ich hab keine Muni! Schlecht, dass so viele Kills machen. Eine Minimap? Ne. So Pseudo-Hardcore. Ihr könnt in den Kapo einkommen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Also wenn jetzt hier auch noch Friendly Fire on ist, nein. Ich wieder runter. So wieder auf der anderen Seite, Rainer. Irgendwie machst du was falsch. Kannst du mich über das Gebäude über B bringen? Oh, da kommt Feind. Den holen wir uns hier, den Trapo rechts ist er. Der nicht über C, über B. Delta wäre das ist falsch. Das hohe Gebäude natürlich, damit ich meine Spawnwache da hinten klatschen kann. Nein. Wir wassern. Das war eine Notwasserung, eine klassische. Hier hinten ist eine Munitionskiste, wo ich Na, brauche ich nicht nur den Beacon gesetzt, deswegen. Oh, wohin? Ich werde gesnippt. Munitionsmangel. Sniper hat mich. Keine Ahnung von wo. Feindlichen Scharfschützen genau westlich deiner aktuellen Stellung gesichtet.
Eieiei, da wo ich bin. Eieiei, sie hocken so unten drin. Ein paar Leute. Ich mal die Leute bei Alpha beglücken. Aber die freuen sich bestimmt, wenn du kommst. Da ist ein feindlicher Panzer. Leider zeigen sie sich nicht kurz. Sie sind jetzt sehr willig. Bei W? Dann kannst du mich gleich ein bisschen bei Delta covern. Moment. Ich bin kein Gegner auf der Brücke. Wir wollten mit C4. Ah, da ein Ripcode ist ja. Bei Delta rechts. Ja. Wenn du auf Delta schaust. An mich. Aber ich kann von der erhöhten Position des Spawnbeacons direkt nach Delta rüberfliegen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Da ist ein feindlicher Helikopter. Heli. Ich hab jetzt Posi über Delta. Angenascht, den Typen, ey. Der Pistole hat aus dem Heli geschossen. Ich hab Zauber. Heli down. Sehr schön. Riesen-like. Und der Delta down. Eieiei, ich bin zu weit gesegelt. Scheiße. M-Track ist platt. Ja, ich hoffe, ich komme vor dem M-Track ins Wasser. Ja. Hoch. C4 ist dran. Ja, ich habe eine neue gesetzt oben aufs Dach. Bravo Heli kommt aus der Base, mittig. Charlie zieht, Bravo zieht. Nördlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Scharfschütze. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Mobile V-Camper. Ich treff nichts mehr, das ist scheiße. Schönes Bild, aber ich treff nichts mehr. Oh, da von da drüben Sniper zu. Vorher. Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Wirklich, was hier ist, ein feindlicher Scharfschütze.
Bunker ist weg. Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Oh, ich werde nur abgefarmt, ey. Was soll denn der? Bei mir gar nicht kommen. Da ist nicht gefahren. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Ah, erst haben wir mit C4 das Boot weggemacht. Das fand ich viel geiler. Das ist auch geil. Wird euer Heli irgendwo rum? Ja, ist bei über Bravo. Ich bräuchte da fast das Hummel-Kit. Wobei die dann mal auch gute Dienste leistet. Okay, so soll's sein. Was? Den hab ich. Ja, nimm mal den komischen Heini weg, der da euren Heli fliegt, da. Der auch irgendwie komplett unsere Helis immer one-shottet. Ja, Sichi, Rainer, ey, es geht dann schon wieder los mit One-Shot-Geschichten. Das reine Zufall. Full Cap. Welchen Situationen werden wir schon eliminiert? Diese Schwuletten-Animation, ey, das gibt's doch gar nicht. Da ist ein feindlicher Panzerjäger, westlich von mir. Nein, aus dem Wasser steigt, kannst du ihn umnieten und umlaschen. Was soll denn der Scheiß? Ach, Sniper, ja, ich hasse diese Scheiße. Oben auf der Brücke scheint sich Infanterie zu nähern. Ja, die werden mad auf uns. Und auf mich. Westlich deiner Position ist ein feindlicher Panzerjäger im Einsatz. Und ein LRV ist auch oben auf dem Highway. Können wir hier hin? Steht mein Spawnweg nach oben auf? Hier, Nudel? Nee, aber du kannst einspawnen, wenn du willst. Ja, ich bin jetzt da unten auf dem. Ja, ich seh dich, aber
wieder hoch. Ja, ja, wenn du da oben bleibst, ist gut, dann komm ich gleich zu dir wieder. Ja, scheiße, was spricht denn hier an? Nicht gefunden, den Arsch, geguckt. Aus dem Nichts. Ich komm bei dir oben rein. Ja, mach hin. Jetzt fangen wir mit Luke an. Komm nicht rein, du bist hier. Ja, ich hab hier gerade noch zwei abgebrochen. Ja, dann lass uns doch mal den Heli nehmen. Ja, bin ich gut genug. Ich sitze rechts. Vielleicht sollte ich mal auf links wechseln, ne? Ja. Hey, wo ist er? Was ist das? Oh, ich gehe raus. Ja, Ripcode war das. Ripcode fällt auf. Ich bin schon da. Report weg. Das ist ein Report, was da welches. Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Ist ein feindlicher Scharfschütze östlich deiner aktuellen Position. Ach ja, aus der Hüfte gesnipert, ja sicher. Himmelberger, ey. Lukas kommt. Eieiei. Da was denn schon wieder? Ach, dieses Hurenboot. Oh, ich wundere mich, was mich hier annascht. Was hat ordentlich passiert? Ja, dann machen wir mal hier auf, ne? Rot auf. Der muss hier drin weg. Ich riech schon C4. 57-0. Ja, hab ich den richtigen getroffen. Der Rainer wieder. Der sitzt wieder rum und kämpft mit seinem. Du darfst aber dich geehrt fühlen, das war ein Service da. Hurra, ich war dein Service da. Ich versuche eigentlich die ganze Zeit euren Heli zu treffen, aber irgendwie. Thank you.
fliegt sogar schon C4 vom Himmel auf mich. Achtung, feindlicher Helikopter, westlich deiner Stellung. Einsatzziel Bravo. Helikopter. Karte. Wollt er nicht? Drei. Das ist aber nicht locker. Da will ich locker. Ich bin Infanterist, ich liebe locker. Locker macht mir Freude, locker macht mir Spaß. Es macht mir locker Freude. Mit 64 Mann, 1600. Ah, mit 1200 Leute. Der geht doch schnell vorbei. Die nehmen wir auch wieder in die Zivile hier schön. Ne? Na gut. Die werden nichts so schauen, was kann. Ach! Leute, das hast du niemals gesehen. Auf die Entfernung mit Thermal. Was habe ich dir gerade abgeschossen? Ja klar, ich bin immer am Cheat. Das war's doch jeder. Du siehst auf mittlerer Entfernung doch schon nicht mehr auf normal Unterschied. Und was also passt, wie weit die weg war? Ich sag's da, 200 Meter ungefähr. Wo liegt denn dieser Huren-Sniper, der mich jetzt hier dreimal hintereinander geschickt hat? Jetzt haben sie es endlich aufgeben, mich zum Jagen. Wie hieß der? Luis oder so? Nee, Schwammkopf oder was weiß ich. Also, nee, da kommt der Trapo-Heli wieder auf die gleiche Position, wo er eben war. Position scheint ein feindlicher Helikopter zu sein. Der ist noch nicht gelandet, da habe ich ihn schon da rausgeschossen, ey. Wie geil bin ich denn? Ich geiler Typ. Bis jetzt sind es noch Goldmund, aber es sind 5 Leute. Aber votet mal bitte für locker, ey. Das kann ja nicht sein. Goldmund, ey. Und dann ohne. Ich hab schon Mini für locker gewotet. Ihr drei nämlich. Ich hab mit locker gewotet. Das ist klar. Danke. Wer solche Teammates hat, braucht keine Feinde mehr. Oh, bloß weil ich nicht locker wohne. Ja, ganz genau. Aber wenn es kommt, ich habe auch nicht dagegen gewotet. Ach, das ist ja nett. Ich habe den feindlichen Panzerwagen westlich von dir gesichtet. Achtung, Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Verreck, du Ass! Wenn es einmal ziehen oder was? Bring doch schon runter, du Sniper. Dann auf der Rückseite von C. Nehmen wir die Verfolgung auf und hoffen, dass man nicht in den Rücken schießt. Oh, fein. Nichts hingekriegt in meiner kleinen G18. Mhm.
Nach dir rennt einer. Sardine! Sardine! Der 80er kann ich hindern. Ach komm. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schützen östlich von dir. Das wollte zu viel. Ach, mit Zertine meinte er dich? Ja. Ich habe überlegt, wen er meint, weil es in dem Team ja niemanden gibt irgendwie. Und genauso waren die Runden gestern. Da das Team hat nichts hinbekommen. Und es hat aber auch keiner mal geschafft, mal einen Stinger gegen einen Heli in die Hand zu nehmen oder eine RPG gegen einen Panzer in die Hand zu nehmen. Nein, stattdessen das hat sich Sniper gestern über 3, 4, 5 Runden aufgebaut und irgendwann bin ich explodiert. Oh, ja. War der eine tot am Schluss, das wäre jetzt eine schöne zu Null Runde geworden. Ich hoffe, dass sie die Red Zones in Battlefield 1 noch ein bisschen ausweiten.